bin eine Woche später eingerückt, weil ich noch um den Kampf um den finnischen Meister war, wo wir dann gewonnen haben. Und am Montag bin ich dann heimgeflogen und am Dienstagmorgen bin ich dann eingerückt in Macklingen. Ich habe mich sehr gut eingelebt. Dadurch, dass mein Bruder auch da oben ist in der Spitzensport RS, ist es für mich viel einfacher gefallen. Er hat mir die ganze Anlage gezeigt hier oben in Macklingen. Und dadurch, dass alles Sportler sind hier oben, ist es auch viel einfacher, um miteinander zu schwätzen und sich einleben. Es ist wirklich mega cool, dass ich hier sein darf. Ich denke mega gerne an die Zeit zurück. Es ist unbeschreiblich, dass wir diesen Titel jetzt haben, wirklich gewinnen durften. Bis zum Schluss, die letzte Sekunde, war es noch klar, ob wir den wirklich holen. Und es waren mega umkämpfte Partien. Darum es ist mega cool, dass ich die Erfahrungen durfte sammeln durfte. Und es ist wirklich für mich Neuland. Und darum mega, mega cool für die Erfahrungen. Ich habe mega viele Rückmeldungen bekommen, Nachrichten, wo mir gratuliert haben. Und habe mich mega darüber gefreut. Ich war fast ein bisschen überfordert, so viele, die sich interessiert haben und auch da alles mitverfolgt haben. Das war mega, mega cool. Nachher im Hinterkopf war gleich immer noch die RS, die Spitzensport-RS, wo ich gleich gewusst habe, wenn die Finalserie dann fertig ist, geht es dort weiter, ein neues Abenteuer, das startet. Und darum bin ich dann gleich froh gewesen, wo wir gewusst haben, dass es 7 Spiele gibt, dass ich mich wie vorbereiten kann, am Montag fliege. Weil vorher war wie immer alles so ein bisschen, ungeplant gewesen und musste spontan schauen und mich natürlich konzentrieren auf das Spiel natürlich. Für mich ist es mega ehre, eine von 6 von der Schweiz die Spitzensport-RS machen und dass ich die Chance bekomme und einfach mal so wie ein Profileben zu führen. Und die Erfahrung, die ich jetzt in diesen Wochen schon sammeln durfte, ist wirklich mega cool und ich werde es immer wieder machen. Mein Ziel ist es, an der UNICE-WM gut abzuschliessen und dass ich den Sprung in die ANAZI kann schaffen ins Kader. Und die Spitzensport-RS hilft mir dabei, dass ich sicher ein gutes Sommertraining haben darf, wo ich auch mit den Jungs trainieren kann, wo ich mega viel profitieren kann. Die Spitzensport-RS geht noch bis im August und nachher gehe ich direkt auf Finnland und spiele dort nochmal eine zweite Saison im Ausland.